zu dieser Runde. Ich stehe an der Reling gelehnt, mit dem Rücken zur Reling, versuche nicht im Weg zu sein und erstmal durch die ganzen Hierarchiestrukturen hier durchzublicken. Also, wer macht was, wer hat hier was zu sagen und wenn ja, was hat der zu sagen? Seefahrtprobe. Haha, habe ich das? Mal gucken. Ich glaube, du hast es aktiviert. Alternativ kannst du bestimmt auf Kriegskunst ableiten. Ja, Kriegskunst plus 10, Aha, was ich ich auch habe sagen. es. Gucke mal. Misslungen 2 Punkte. Wenn du die 19, müsstest du alles würfeln. Nee, da müsste ich halt alles, also Ja, das ist mir auch nicht wert. würfel alles. Gut, ja, du hast keine Ahnung. Also, irgendwer läuft rum, jemand schreit den anderen an, dann werden andere Befehle gebrüllt. Du siehst, wie verschiedene Leute, ach, der Baron ist wohl dabei, der Jarlen als Baron genannt hat. Dann siehst du wieder diesen widerlichen Viborn, der von oben steht und alles besser weiß. Du siehst, wie der kleine Zwerg hier rumläuft. Ab und zu kannst du wohl auf diesen Resovig wieder blicken, diesen sehr finsteren Bordgeweihten. Ja, also das Schiff ist einfach nur ein kleiner Mikrokosmos. Also wie ein schwimmendes Dorf, würdest du sagen. Du weißt auch nicht genau, wie viele Leute hier drin sind. Sind es 100, 200, 300? Es gibt Autoritätsfiguren, Aristokratie oder Patrizier, Handwerker, einfaches Volk. Es wird gearbeitet, es wird gekocht, gegessen, gestritten. Und ja, es ist einfach ein schwimmendes Dorf. Fast sogar eine Stadt. Und während du dich gerade umblickst, kannst du wohl erkennen, wie ja, es wieder klockt. Du erkennst die ganz typischen Stiefel wieder, die du auch schon im Gerichtssaal mitbekommen hast, als du auf der Bank saßt und zugehört hast. Und dann erblickst du den Kapitän so, wie man ihn sich vorstellt. Der albanische Hühne, der dann nach oben tritt. Und ja, jetzt mal seinen Kapitänshut auch wieder zurechtzuckt. Dann die verschiedenen Befehle gibt zum Planken, die eingezogen werden, Taue, die gelöst werden müssen. Er lässt sich dann auch abstoßen und ja, dann werden volle Segel gesetzt und die Böen werden nach und nach geritten. Focksegel, die nach unten schnellen und Leute, die dann über dir in den Tauen rumspringen, Takelung, die da noch nachträglich gelöst wird, irgendwelche Knoten, die dann noch wieder neu geknotet werden, irgendwelche Seile, die durchgeschnitten werden, über dir ruckt es irgendwelche Metalle, die runter klirren und dann 3 Meter über dem Boden dann wieder doch von Seilen gehalten werden und es ist einfach nur laut, wie in einem Bienennest. Ja, ein ganz schöner Unterschied zu der Träne von Talusa, mit der wir hierher gekommen sind. Also das ist schon ein ganz anderes Kaliber von Schiff. Genau. Ja, ich lasse mich da weiterhin von berieseln und versuche dahinter zu steigen, versuche nicht im Weg zu sein und warte mal ab, was denn passiert und wie hier der Bordalltag ist und ob es da auch wieder so eine Ansage gibt von wegen dann und dann ist Wache und Essen und so weiter. Also, die werden sicherlich die ähnlichen Schiffsabläufe haben, aber die würden nicht nochmal explizit genannt werden, weil ihr als Gäste, ja, müsst euch dann einfach dem Bordalltag fügen. Die werden jetzt nicht jeden Tag neu ausrufen, wann Wachen ist. Du achtest dann einfach nur wieder auf diese ganz typische Glocke, die dann erklingt, die dann irgendwo in der Nähe vom, ja, was ist das für ein Mast? Ist das der Besanmast? Ist das der Fockmast? Der hintere, der Mittelmeck? Du weißt es nicht. Also irgendwo muss diese Glocke hängen und dann siehst du wohl auch, dass mehrere Magier gerade nach draußen treten und du erkennst auch Helena Fackelhand wieder. Die vierte Bordmager, die dann nach einem kurzen Blick dann auch in Richtung von dir kommt. Was? Helena, dich habe ich ja schon ewig und 3 Tage nicht mehr gesehen. Iserun. Na, das ist ja eine Überraschung. Hast du es auch endlich geschafft? Ja, was heißt endlich geschafft? Ja, sie Also gibt dir die auf die Hand. See? Ja, gut, dich zu treffen. Wie geht's dir? Gut. Ja, wir lernen eine ganze Menge hier. Also Trismagena ist tatsächlich eine richtig gute Lehrmeisterin. Auch wenn die Akademie das nicht ganz so gerne sieht. Aber na gut. Man tut das, was das Richtige ist. Ich denke auch. Reichstreu und so weiter. Also Trismagena hat dann auch ihre Probleme gehabt, aber ich denke schon, dass das eine gute Lehrzeit ist und immerhin kann ich hier am besten gegen die Dämonen kämpfen. Gerade wenn wir weiter nach Trismagena. draußen.
Gerade wenn wir weiter nach draußen segeln, da ist dann doch... die Wasser haben sich verändert. Trismagena sagt mir jetzt nichts. Sie war nicht auf der Schwert und Stab, oder? Nee, nee. Ich glaube, die kommt aus Perikum oder so. Sie sagt da selbst sehr, sehr wenig zu. Die ist ziemlich verkniffen, würde ich sagen. Naja, Perikum ist doch eine gute Akademie. Nur, also ich hätte die eigentlich, naja, nicht unbedingt der See zugeordnet. Naja, das sind wir aber normalerweise auch nicht. Und schau dich an. Ja, ich glaube, eigentlich kam sie auch aus Gareth, aber dann den Antimagiern, da hat sie wohl als erstes dann gelernt und ist dann zur Schule der Austreibung nach Perikum gegangen. Ich glaube, so etwas war das. Sie hat sich dann sehr viel mit der chaotischen Matrix von Dämonen und Besessenen hat sie sich gekümmert, und sie ist eine gute Freundin von dem Kapitän Sanin. Deswegen hat er wohl gemeinsam mit ihr dann dieses Schiff eingenommen. Eine Expertin für dämonische Matrizen? Ja, sie hat auch eine große Abhandlung über diese Spuren, über diese Wurzelzeichen geschrieben. Ja, das ist ja hochinteressant. Also mit dieser Dame würde ich mich gerne mal unterhalten. Du musst nämlich wissen, ich schreibe gerade meine Magerarbeit und es geht auch ein wenig um dämonische Matrizen und Analyse und so weiter. Ja, dann, wenn sie sicherlich etwas Zeit hat, dann setze ich doch mal zu ihr. Da kannst du sicherlich eine ganze Menge lernen. Das ist jetzt zwar abseits von dem üblichen Lehrplan, aber du solltest dich dann nicht von ihrem ausgebrannten Gildensiegel, abschrecken lassen. Zelubin ist auch ein ganz netter. Das ist der zweite Schiffsmagus. Der ist dann eher Verwandler von Unbelebtem. Kommt aus Kunchum. Ach, tatsächlich. Interessant. Gibt es denn viel Artefaktmagie hier auf dem Schiff? Nicht allzu viel. Du musst wissen, das ist ja auch so, dass wir hier eine kritische Essenz gibt und die dürfen wir nicht überschreiten. Aber vor allem sind ich gemeinsam dann auch mit Pargold. Der kommt auch übrigens aus der Schwert und Stab, allerdings erst in der zweiten Ausbildung. Normalerweise kommt er aus Romilis. Er ist aber schon ein bisschen älter. Und Pargold und ich. Pargold und ich, wir füllen dann nach und nach dann wieder die. Unsere Geschosse wieder auf. Also wir schießen nicht nur profane Kugeln, die dann mit, du siehst sie da, ja, die... Ist das ein Magier, der da unter dem Bock liegt? Also wir schießen nicht nur profane Kugeln, sondern wir haben auch vorne in unsere Ramme haben wir auch Sachen gebunden in den Rammsporn. Ja, das ist ja interessant. Also das würde ich mir gerne mal anschauen. Also ich will euch natürlich keine Zeit dafür wegnehmen. Ihr habt ja sicherlich auch eure Pflichten zu erledigen. Aber wenn ihr euch mal alles irgendwie so zusammensetzt oder so, dann würde es mich freuen, wenn ich mich dazusetzen könnte. Ja, gerne. Also wir haben sicherlich, ich weiß nicht, ob du dich dann zu den Offiziersbesprechungen setzen darfst. Ich weiß nicht, wie spät haben wir es jetzt? 10 Uhr? Dann wird es wahrscheinlich bis... Oh, das wird knapp, wenn ihr wollt uns dann Perikum wieder verlassen, oder? Richtig. Ja, dann müsstest du versuchen, vielleicht zwischendurch nochmal mit dir zu sprechen, aber vielleicht kann Trismagena dir noch ein bisschen was zeigen. Ja, verstanden. Ja, mach ich gerne. Ja, danke für den Hinweis. Ja, und wenn du ganz viel Glück hast, dann treffen wir vielleicht sogar auf eine Dämonenarche, dann kannst du uns mal in Aktion erleben. Ja, das würde ich natürlich gerne. Also, ich halte natürlich große Stücke hierauf. Einer von meinen Gefährten war ja auch schon mal hier drauf. Ich weiß allerdings nicht, was für einen Eindruck er hinterlassen hat. Das muss wohl schon eine ganze Weile her sein. Wer war denn das? Greifenmund. Greifenmund? Nee, sagt mir nichts. Er hatte wahrscheinlich gar keinen Eindruck hinterlassen. Ja, so sieht's dann aus. Ja, aber gut, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Also, auch dich mal zu sehen. Also, das ist ja ewig her. Ja, ja. Und du bist bei den Pfeilen, oder wie? Ja, schon eine ganze Weile. Also, zwei Götterläufe etwa. Ja, okay. Hätte ich sicherlich auch machen können, aber gut, ich bleib dann lieber hier auf See und versuch dann hier meinen Teil. Also, gut genug warst du in jedem Falle. Also, wenn ich mich da an den Faceblock im Innenhof erinnere und was du da für Ignifaxi draufgeknallt hast, mein lieber Scholli. Ja, danke. Aber du hast ja auch ganz gut unter meiner Peitsche gelitten, zwinkert sie dir zu. Ja, hat mir ja nur gut getan. Ich wollte gerade sagen. Aber ich glaube nicht, dass der gute Zwerg mich wieder zurücknimmt, wenn er gehört hat oder wenn er hören wird, dass ich unter Sanin gedient habe. Ja, das könnte schwierig sein, aber... Kannst ihm trotzdem schöne Grüße bestellen. Das werde ich tun, wenn ich ihn wiedersehe.
Gut. Ich werde dann noch mal ein bisschen mit Pargold sprechen. Vielleicht kommt er noch mal auf dich zu oder so. Wie gesagt, auch Schwert und Stapler. Bis später. Ja, gerne. Bis dann. Derweil bei Jalan. Lässt sie das Fass stehen? Naja, ich nehme an, er wollte, dass ich mit dem Fass den Segen durchführe. Nee. Dann weiß ich nicht, was ich damit soll, sorry, ich stehe im Schlauch. Dann würfel mal eine Magie Götter und Kulte. Götter und Kulte. Sollte mein Paradetalent sein, ist es aber nicht. Das ist schon ein Armutszeugnis. Ist aber geschafft. Ist geschafft. Ja, stopf ihn doch mal rein. Geheiligtes Ach Wasser. Wenn er ein so, Paktierer ist, okay. dann wird er anfangen zu brennen. Ja gut, dann schlafe ich die Tonne doch mit heraus. Das wird ein wenig, naja, dauern. Vor allem, ich möchte das Wasser nicht verkippen. Warte, ist sie zugenagelt oben? Also kein Nee, Deckel drauf? ist offen. Ja, entsprechend wird das ein wenig dauern, da man kein Wasser verkippen Ja, möchte. deswegen, also ich habe mir schon gedacht, dass das ein bisschen dauert. Ah, Ja, bist du Gerena, das seid dann ihr neben Rafim, Havalu und Kiaras stehst. ja. Gebt mir doch mal kurz eure Hand, ja? Fertig hier. Ja, ich nehme so eine Hand, stopfe sie in das Fass. Jetzt ist meine Hand aus. Ja, halte sie doch hoch und wo ist Resurrect? Ach da. Domtaucher! Ja, du siehst ihn, wie er dich anfunkelt. Steht da wohl oben, gerade auf dem Achterdeck und nachdem er ein bisschen überlegt hat, tritt er dann auch runter und kommt auf euch zu. Wollte nur seinen Blick, aber okay. Nur damit ihr euch auch sicher seid, hier. Willst du Doch mich sehr an. verarschen? Doch sehr an, nochmal in das Wasser. Nochmal die Frage, willst du mich verarschen? Hatte ich bis jetzt nicht vor. Dann stopf ihn da ganz rein. Dürfte ich fragen, Nein, was darfst das du Ganze auf nicht. sich hat? Ich rede nicht mit dir, du Drei Wasser. dahergelaufener Typ. Du bist ganz schön frech. Ach, das musst du gerade sagen. Ach ja, ich entschuldige mich für meinen vorherigen Ausbruch. Es tut mir leid, dass ich dir auf den Schlips getreten bin. Du musst dich nicht bei Und mir entschuldigen. Es interessiert dann mich einfach entschuldige ich nicht. mich halt nicht. Es interessiert mich auch ein Scheißdreck, was du willst. Ich bin der Kaplan hier. Und? Willst du mich herausfordern? Du bist Nein, du ein forderst mich arrogantes heraus. Miststück. Ja, du auch. Ich bin der Kaplan hier und wenn ich sage, du steigst in das Fass, dann steigst du in das Fass. Ich nehme das Fass und kippe es über ihm aus. Gib mir meine Körperkraftprobe. Das ist gerechtfertigt. Gelungen. Ja, also dauert ein bisschen, aber du stößt es ein bisschen um, sodass dann Kera splitschnass dann vor euch steht. Es ist natürlich Salzwasser. Bitteschön. Lasst ihr es jetzt wohl gut sein. Ja, dann, das war meine Raya-Robe, die aus Seide besteht. Ich trocknet wieder. Nein. Ich würde einmal ein Taschentuch aus meiner vorderen Tasche ziehen und Kiaras das Gesicht trocknen. Warum besitzt du ein Taschentuch? Weil ich benehmen habe, mein Junge. Ich habe jetzt SO7. Ich werde hier an Bord sicherlich niemanden ertränken. Das überlasse ich anderen, aber meine Mittel habe ich dennoch. Und wenn ich dich die Fahrt über an Ketten legen lasse. Reicht es denn jetzt wohl mal? Willst du mir meine Aufgabe erklären? Der Mann hat doch sicherlich seine Reinheit hinreichend bewiesen. Ja, dann lass es einfach. Es geht nicht um seine Reinheit und ob er ein Geweihter oder nicht ist. Aber wenn er verweigert, einen Schwur auf den Kapitän abzulegen, was will ich mit einem dahergelaufenen, was bist du? Leutnant? Er hat den Schwur mittlerweile abgelegt. Sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht hier auf dem Deck. Jetzt hätte Vibo ihn wahrscheinlich erschossen. Korrekt. Wir haben hier keine Probleme damit, Geweihte an Bord zu schießen. Wollte ich dir Das ist nur mir mal sagen. offensichtlich bewusst und ich weiß auch, dass. Sind wir hier fertig oder muss ich mir das weiter anhören? Ich provoziere dich auch gerne noch ein bisschen weiter. Sind wir hier fertig? Lass doch mal deine Emotionen Sind freien wir Lauf. hier fertig? Ich habe gesagt, lass doch mal deine Emotionen freien Lauf. Herr Karinor, ich denke nicht, dass ihr das Gespräch weiterführen Willst du solltet. mir einen auf die Habe Schnauze ich hauen, auch dann mach nicht das. vor. Wir danken euch für euren Rat, Du unterdrückst mein deine Herr. Emotionen.
Nein, ich zeige Harmonie, wie es sich für ein Rayani gehört. Sag ich ja. Aber ich verstehe, dass ihr das nicht versteht. Ich denke, ihr seid dort an verschiedenen Punkten und bildet beide nur eure Götter ab. Wir danken euch für euren Rat, seine Emotionen auszuleben. Aber ich denke, dass ein Rayani doch zuerst seiner Göttin dienen sollte und diese dient nun mal der Harmonie. Aber wir danken euch trotzdem. Hm. Ja, damit geht Resovic wieder von dann. Ihr könnt erkennen, wie er sich wohl, während er in Richtung Achterdeck geht, die Robe auszieht und dann splitternackt in die blutige See springt. Götter verfluchte Eferdis. Ja, solche Personen sollte man einfach ignorieren. Sind die bei euch zu Hause genauso? Eferdi in der Salzlake! Nein, bei uns werden sie einfach ignoriert, sind nichts wert. Wisst ihr, mein Vater hat auch auf zu Eferd gebetet. Weil der war deutlich sanfter, was den Umgang angeht. Das ist bei Eferdis ja nicht ungewöhnlich. Sie sind ja oft recht stürmisch, möchte ich fast sagen. Ja, ich muss sie einfach ignorieren und dann ist gut. Iserun, du kannst, wenn du gerade an der Reding stehst, erkennen, wie wohl euch ein Delfin begleitet und neben euch durch die Wellen zieht. Ja, dann beobachte ich den mal. So einen Delfin habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und wenn der gerade hier in der blutigen See ist, dann ist das bestimmt ein gutes Zeichen. Ist gerade aufgetaucht. Wir wissen, ja, was schön. Mit den letzten Delfinen passiert ist, die hier waren. Auf jeden Fall, vielen Dank für deine Hilfe. Aber hast immer. Du nicht Lust, eine Wette abzuschließen? Eine Wette? Ich würde mich nochmal zu ihm beugen. Ich denke, wir sollten auf diesem Schiff so viel schweigen wie möglich und so wenig sagen wie möglich. Ich glaube nicht, dass wir hier willkommen sind. Ach, sind wir garantiert nicht. Und ihr seid hier willkommen, solange ich willkommen bin. Also gar nicht. Lasst euch von dem Eferdi nichts erzählen. Wir sind nicht willkommen, Jalan. Aber, ja, Rafim hat recht, wir sollten über nichts Wichtiges hier reden. Aber wie Garina, gesagt, der Mann ist buchstäblich an Land gekommen, nur um uns vor Gericht rauszuboxen. Um euch vor Gericht rauszuboxen. Reicht das nicht? Debattierbar. Währenddessen. Ihr seid genauso schlimm, wisst ihr das? Ihr beide seid genauso schlimm wie Sturmtaucher. Währenddessen können Abelmir und Boltax den Aufzählungen von Dido Kork lauschen. Er sagt gerade, dass die Ladung, die sie an Bord haben, wohl wieder wie immer viel zu knapp ist. Es mangelt an Uli Kanel, an Ben Buckel und an verschiedenen anderen Sachen. Ihr habt keine Ahnung, was das ist und ob das irgendwelche erfundenen Worte sind, aber Lido Kork scheint wohl gerade sehr traurig darüber zu sein, dass von allem zu wenig da ist. Ja, ich würde mal überlegen und dann das machen, was ein Zwerg macht, wenn er jemand anderen aufheitern möchte und ein bisschen was von meinem Alkohol mit ihm teilen. Zwergisches Bier. Das ist okay, das ist okay. Gut, wie sieht's aus mit Flaschenpost? Haben wir neue Flaschenpost? Abelmir, haben wir neue Flaschenpost? Nein. Wen sollten wir denn eine Flaschenpost schicken? Weiß ich nicht. Man schickt sie nicht, sondern man wirft sie einfach über Bord. Am besten mit einer schönen Nachricht oder mit einer schönen Zeichnung. Oh, dann sollten wir das gleich machen. Habt ihr eine Flasche? Habt ihr eine Nachricht? Es muss ja irgendeine Nachricht sein. Wie wäre es mit Gräume sind doof? Ja, dann am besten noch eine hässliche Zeichnung dazu und dann wird das den Meronen sicherlich sehr, sehr faszinieren. Ja, das ist eine herausragende Idee. Es scheint mir eine Verschwendung von einer Flasche. Ich mache eine sehr hässliche Zeichnung von einem Kolben. Ein Strichmännchen. Nein, so sieht auch Kolben nicht aus. Gib doch mal hier. Sekunde. So, nächstes Ziel. Wir setzen in das garetische Südmeer. Und daraus brechen wir auf in Richtung Ostferdok. Ferdok, haha. Oh, Ferdok. Ja, schön, schön. Ja. So sehen Räume aus. Gib mir Zeit zurück. Du hast die Stinkelinien vergessen. Man muss doch sehen, dass Räume stinken. Ihm ist das muss perspektivisch gezeichnet werden. Hier ein wenig Schatten. Ach. Hört ihr mir überhaupt zu? Ja. Ostferdok, genau. Genau.
Ja, wir müssen versuchen, das Meer auszudehnen und Gareth zu überfluten. Und wir haben mittlerweile im Süden von Gareth ein riesiges Meer, was wir jetzt demnächst befahren. Moment, das Meer ausdehnen, um Gareth... Ich glaube, das geht nicht so mit der Harmonie der Elemente einher. Ey, von welchem Meer südlich von Gareth redet ihr? Naja, das, was da seit neuestem ist. Ich guck mal Boltax an. Wie lange waren wir nicht mehr in Gareth? Ihr wisst vielleicht mehr als wir? Das kann gut sein, Herr Kapitän. Klärt uns doch auf. Ja, das, was da schon seit 20 Jahren ist. Ein Meer. Ja, richtig, ein riesiges Meer. Man kann direkt aus südlich von Perikum nach Gareth schippern. Ihr meint einen Fluss? Nein, ein Meer. Befindet sich das Meer in Willst diese... du meine Seefahrtskenntnis in Zweifel ziehen? Nicht doch, Kapitän, aber... Ich wollte gerade sagen, erster Offizier. Das wäre ja Meuterei. Vielen Dank für die Beförderung. Befindet sich das Meer in dieser Sphäre? Hoffe doch. Sonst würde die Seeleier ja kaputt gehen. Richtig. Das stimmt allerdings. Richtig, Kapitän. Aber solche zweifelnden Fragen sind ganz gut. Ich befördere dich mit zum zweiten Offizier. Sehr gut, sehr gut. Glückwunsch zur Beförderung, Abimir. Ja. Befehle, Kapitän? Befehle. Das nächste, was ich will, ist, es gibt einen Ragnar, der mir noch ein Buch schuldet. Und das will ich wieder haben. Ich fürchte, wir haben Ragnar verloren in Yolgomak. Gut, dann segeln wir nach Yolgomak. Sicherlich. Also, Matrose Boltax, 2 Grad weiter nach Norden, bitte. Ja, wird gemacht. Drei Finger, zwei Finger, Ei, so ist gut. Kurs halten. Ja, mach ich. Ah, ja. Herr Kapitän, mir wurde zugetragen, ihr seid des Zauberns mächtig, ist das wahr? So hier und da ein bisschen. Er klopft sich so ein bisschen an der Schulter und du merkst wohl wieder, wo so ein bisschen Schnee von seiner Schulter runterrieselt. Oho, das ist höchst interessant. Könnt ihr mir mehr darüber erzählen? Das waren keine Schuppen. Das habe ich gesehen, das war elementares Eis, wenn ich mich nicht irrte. Richtig, aber du hast meinen Witz nicht verstanden, oder? Krokodile und Schuppen? Sehr witzig. Fantastisch. Gefälligst. Boltax. Sehr gut, Abimir. Sehr gut. Damit wirst du zum dritten Offizier befördert. Vielen Dank, Eier. Du stolperst Kapitän die Leiter halt. Ja förmlich herauf. Fantastisch, Abimir. Fantastisch. Ja. Ja, nun. Dieses Buch, was ihr Ragnar geliehen habt. Wie man Menschen kocht. Sehr interessant. Habt ihr vielleicht doch andere Bücher? Ja, sicherlich. Ich habe eine riesige Bibliothek. Ist es möglich, diese zu besichtigen? Er zwickt dir so ein bisschen mit seinen Krallen in die Nase. Du Bub, du Spitzbub. Ich bin euer Offizier. Noch nicht. Ja. Aber ich weiß genau, dass du von der Grauen Gilde eine Disliberatio bekommen hast. Du Bub, du Spitzbub, du. Ja, das gilt aber doch nicht für solche kapitänische Bibliotheken wie eure, natürlich. Nein, ich weiß. Oh, dann würde ich aber auch gerne einmal in die Bibliothek lunzen, wenn ich schon darf. Ja, das machen wir, aber wir müssen erst das Buch wiederkriegen. Ich verleihe den Menschen ständig irgendwelche Bücher und bekomme sie nie wieder. Da sollte man doch eher an Koboldgeschenke glauben, hä? Aber wenn ihr mir das Buch, wie man Menschen kocht, wiederbringt, eine gar mächtige Queste, die euch nach Yolgomak führen wird, dann können wir darüber reden. Dann steht euch meine Bibliothek wieder offen. Wir werden unser Bestes tun, euer Kapitänheit. Unser Bestes. Sehr gut. Und wenn ihr irgendwelche anderen widerlichen Räume oder so seht, dann sagt mir Bescheid. Ich kümmere mich drum. Natürlich. Oh, das ist wunderbar. Das ist ja ein Kapitän, ein Wort, will ich da nur sagen. Genau. So habe ich euch eingeschätzt, Herr Kapitän. Genau so. Gut, dann ist die Offiziersbesprechung hiermit beendet und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jawohl, Kapitän. Ich krabbel wieder aus dieser
aus diesem Geschütz raus. Ich auch. Sehr erheiternd. Nun, und eventuell sehr lehrreich. Ja, Kobolde, aber naja, wir wollen schauen. Wo sind die anderen hin? Hm? Kaum ist man weg und schon verschwinden alle unter Deck. Abelmir, du hast da etwas Schmiere im Gesicht. Was? Oh, ja. Ich hol mal ein Taschentuch raus und wisch es möglichst gut weg. Da, weg! Du hast es mehr verteilt, aber die linke Wange unterhalb des Auges. Sekunde. Ja, genau. Ich wirke einen Sub-Faktor auf mich. Sehr gut, jetzt wo ihr wieder voll regeneriert seid, genau. sitzen die ASP ein bisschen lockerer. Sub-Faktor Zauberschwamm, befreie mich von Schmutz und Schlamm. Ich lasse mir Zeit dafür. Oh, such den Zauber. Da müsst ihr noch die Flaschenpost reinwerfen. Genau, das wollte ich jetzt dann auch tun. Ups. So. Ja, und dann könnt ihr zu den anderen herantreten. Ihr könnt sehen, wie Kiaras klitschnass an Bord steht, ein bisschen friert, weil jetzt doch Fahrtwind aufgekommen ist. Ihr habt gar nicht gemerkt, wie ihr losgefahren seid. Wieso Kork hat da wohl irgendwelche magischen Dinge gewoben und dann während er mit euch gesprochen hat, seid ihr dann doch wohl losgefahren. Also die Seeadler sticht in See mit viel Geschwindigkeit. Die Ruder sind auch schon im Wasser. Es wird allerdings sehr, sehr sachte gerudert und zusätzlich zu den Segeln, die gerade umstrichen werden vom elementaren Wind, wird dann noch ein bisschen unterstützt. Also es gibt keine Rammgeschwindigkeit, weil es aktuell nichts zu rammen gibt. Aber mir, wo wart ihr denn so lange? Habt ihr unter einer Kanone gelegen? Unter diesem Geschütz dort hinten. Ich habe ein sehr interessantes Wesen kennengelernt. Genau, da haben wir mit dem Kapitän gesprochen. Lido Kork. Was habt ihr gesoffen? Lido Kork ist kein Kapitän. Lido Kork ist Super Obermann zweiter Klasse. Anscheinend wurde er befördert. Offensichtlich, und Abelmir auch. Abelmir ist jetzt... Vierter Offizier. Genau. Oh, ihr Götter. Tut mir einen Gefallen, nehmt keinen Handel mit dem Vieh an, ja? Er ist ganz nett, aber... Ja, ich nehme das auch nicht wirklich ernst. Also ich denke nicht, dass ich jetzt vierter Offizier dieses Schiffes bin. Aber er hat uns Hilfe gegen die Gäume zugesichert. Und was wollt ihr als Gegenleistung? Euer Erstgeborenes? Eure Seele? Nur ein winzig kleinen Fingernagel? Nein, nichts davon. Ein Buch? Naja. Von Ragnar, ihr wisst schon. Wie man Menschen kocht. Jedenfalls, lasst euch nicht zu sehr auf das kleine Krokodil ein. Ich fand ihn eigentlich ganz nett. Ich fand ihn auch recht amüsant. Ich habe ihn in Abrede gestellt. Und er war etwas traurig am Anfang. Und dann habe ich ihm etwas Alkohol gegeben und dann war seine Laune auf einmal viel besser. Ja, was? Ja. Gutes Zwergenbier. Ja, dann wollt ihr damit sagen, dass diese beiden nicht besoffen sind und sich etwas ausgedacht haben, sondern dass sie von einem echten Wesen reden? Aber mir, ihr kennt euch doch mit magischen Wesen aus. Helft mir doch mal, wie nennt man diese Viecher? Einen Klabauter. Aus der Familie der Kobold stammt. Ein Feenwesen, soweit ich mich erinnern kann aus meinen Vorlesungen. In der Tat. Und von großer magischer Potenz. Verärgert es nicht. Was die beiden sagen. Jedenfalls, ja, so ein kleines, geschupptes Wesen rennt hier herum und... Es sieht aus wie ein kleines Krokodil. Ist hier schon so ein... geschrubbt ist mit so scharfen Zähnen und so. Ja, ja, ich weiß. Ich habe die Bücher gelesen. Im ersten Moment hätte ich es fast für eine Echse gehalten. Aber dann... Also, es fällt einem dann doch ins Auge. Ja, hoffentlich nicht. Nein. Also, es fällt einem ins Auge, dass es keine Echse ist. Und bezeichnet ihn nie als Alligator. Auch wenn ihr glaubt, er kann ich nicht hören. Denn hier haben die Wände Ohren. Das habt ihr auch über Fosslerin gesagt und... Naja. Vielleicht geht man leichter durchs Leben, wenn man nicht jeden beleidigt, den man trifft. Ich denke, er ist das amüsanteste Wesen auf diesem Schiff. Auf jeden Fall. Diese anderen Personen neigen zu etwas gewalttätigen Verhalten und naja, sind unberechenbar. Zum Beispiel dieser. Oder Viborn oder, naja, alle anderen. Der Zwerg war eigentlich nur sehr hektisch.
ich weiß nicht, ihm wird es mal gut tun, sich einmal hinzusetzen und die Sachen lieber mit etwas mehr Ruhe dafür etwas mehr Sorgfalt zu machen. Das ist bei uns eigentlich eher so üblich. Wenn man will, dass man Sachen tut, kann man sie entweder schnell tun oder man kann sie richtig tun. Und meine Sorge ist, dass er sie schnell tut und nicht richtig. Er ist aber für gewöhnlich auch. Ich denke mal, er ist kein gewöhnlicher Zwerg. Er ist auf Wasser. Das ist richtig. Das ist richtig. Und ich denke, wenn ihr erstmal so lange auf See gewesen wärt, würdet ihr euch auch an, sagen wir, schrofferen Umgangston angewöhnen. Ich hoffe nicht. Ich bin auch immer für meinen Leichtmut und für meinen Witz bekannt. Bei eurem Scharfsinn. Stellt euch das vor, wenn dieser Witz verloren geht. Das wäre ja, in der Tat was für tragisch. Ein Verlust. Eben. Ja, und während ihr auf die See starrt, der blutigen See entgegen, die sich etwas verfärbt hat, je weiter ihr dann an dem Rand von Aventurien entlangfahrt, könnt ihr die See genießen.